Wir sind heute auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt. Die Weihnachtszeit ist angebrochen und es riecht nach Glühwein, Zimt und Plätzchen. Und wir stellen uns heute die wichtigen Fragen. Warum feiern wir überhaupt Weihnachten? Woher kommt der Nikolaus? Und wer könnte das Ganze besser beantworten als kleine Kinder? Und deshalb lassen wir sie heute gegen ihre Eltern und Großeltern antreten. Woher kommt der Nikolaus? Was glauben Sie? Der kommt aus dem Skandinavischen irgendwo. Sag ich auch. Okay, keine Ahnung, Amerika. Ich weiß es nicht. Beim Heiligen Gott? Ich glaube Russland. Also ich weiß nur, dass es ein Bischof war. Und sonst, wo er herkommt, weiß ich auch nicht. Ich denke aus Skandinavien vielleicht, Finnland oder so. Ja. Also, Nordpol. Myra. Nordpol. Welche Farbe hatte das Gewand des Weihnachtsmanns ursprünglich? Rot. Ja, ursprünglich, dann wird es nicht rot gewesen sein, dann wird es wahrscheinlich weiß gewesen sein. Rot. Braun. Ich glaube, es war blau. Ich kenne ihn ja nur in der Coca-Cola-Version. Oh, grün. Grün. Dann natürlich die wichtigste Frage, warum feiern wir überhaupt Weihnachten? Weil da Jesus geboren wurde. Genau, weil das Jesuskind geboren wurde. Christuskind. Da ist das Christuskind geboren. Ja, ich stimme mal zu. Weil an dem Tag, wo Jesus geboren ist, da war auch Weihnachten. Ja, das du zuerst. Weil Jesus da geboren ist. Ja, dem würde ich mich anschließen, uneingeschränkt. Weil das Christkind geboren ist. Wie heißt das Rentier vom Weihnachtsmann mit der roten Nase? Rudi. Ja. Rudolf. Ich hätte besser aufpassen sollen. Rudolf. Rudolf! Jawohl! Woraus besteht Marzipan hauptsächlich? Aus Süßigkeiten. Mandeln und Zucker, würde ich sagen. Aus Holz. Das ist gar nicht dumm. Ich glaube, ja, wirklich aus Holz auch. Zucker. Mandelmasse. Mandeln. Woraus besteht Lebkuchen ursprünglich? Gott, das sind ja Fragen. Also es gibt Dinge, die haben mich noch nie interessiert. Das hat so gehört, Backen. Lebkuchen aus Brotteig. Was denkst du? Aus Keksteig. Oh, Lebkuchen. Ich glaube mit Orange oder so. Orange, Zimt und nach irgendwas. Kardamom vielleicht? Nelken? Gib mal einen kleinen Tipp, nur einen winzigen. Getreide oder... Süß, sehr süß. 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 Zucker oder wie? Nee, ist so einfach, oder? Zucker? Ahorn. Stille Nacht, heilige Nacht. Alles schläft. Einsam wacht. Wenn die CD läuft, dann wissen wir es, gell? Einsam wacht. Es ist spät am Abend und die Kinder sind weg. Der Weihnachtsmarkt macht bald zu. Das war ja der Erfurter Weihnachtsmarkt. Sah ja recht belebt aus. Interessant, hätte ich nicht alles gewusst. Nee, ich auch nicht. Ah ja. Wir haben allerdings jetzt noch einen Gast da, der das alles wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gut wissen wird. Und ich würde mich gerne noch weiter mit dir unterhalten, aber leider, der ist etwas voluminöser. Deswegen brauchen wir die Couch komplett für ihn. Wir hören dich aber nachher nochmal. Vielen Dank, dass du da warst, Dankeschön, dass du noch da bleibst. Mach's gut, man sieht sich bestimmt nochmal. Und damit bitte ich den einzigartigen und den wahren Mann in Rot auf die Bühne. Herzlich willkommen an den Weihnachtsmann. Da ist Yay. Er. Denn in dieser Sendung soll es natürlich auch unter anderem um das Thema Weihnachten gehen. Deswegen haben wir hier den Chef vom Dienst quasi dabei, der sich auskennt. Extra aus Nordpol. Das liegt, glaube ich, irgendwo in Süddeutschland oder so. Ich weiß es nicht. Nur extra aus Nordpol. Bayern ist es. Bayern. Alles klar.
Ich wusste übrigens eigentlich, dass du ein Brillenträger bist, Weihnachtsmann. Aber sieht man wahrscheinlich schon, einfach man besser, wer unartig und wer artig war. Ne? Man sieht schlau aus zumindest. Man sieht schlau, schlau aus, auch nicht okay. Schlecht. Okay. Okay, verstehe. Ja, du hast ja gerade den Generationenkampf auf dem Weihnachtsmarkt erlebt. Wie ist deine Einschätzung so? Ja. Da geht schon was, ne? Ja. Gute Menschen, gute Kinder. Waren das ja. Artige Kinder? Bekommen die Geschenke? Die eine war nicht artig, aber... Das weißt du aus sicherer Quelle? Nee, ich weiß alles. Er ist ja der Weihnachtsmann. Ah, stimmt. Ich will deine Kompetenzen nicht schmälern. Ja, aber es wird ja schon mal interessieren. Wir haben die Fragen nochmal vorliegen. Was waren denn jetzt eigentlich die korrekten Antworten darunter? Also Debbie, ich ja, übergebe okay. Da mal nicht. Du weißt ja Bescheid. Die erste Frage war, woher kommt denn der Nikolaus? Das ist ja ein Kumpane quasi von ja, dir. Ja, ist dein quasi. Bester Freund. Also heutzutage würde man sagen, aus der Türkei. Wow, das ist ja richtig. Aus dem Irren. Sehr gut. Ich weiß alles. Und ja, wusstest du, was das originale Gewand, welche Farbe die hatte? Meins war blau früher. Blau, nicht rot? Nee, blau. Warum der Farbwechsel? Das hat was mit dem Kommunismus zu tun. Oh. Es gab Zeiten, da musste man sich entscheiden zwischen... gewissen Farben. Und ja, ja. Und du wolltest dich auf die rote Flut, wie manche ich, Zeitungen propagierten, einfach vorbereiten. Ich gebe allen und... Ach so. Deswegen ist es halt... Ach, das ist tiefere Symbolik. Ist, und ich dachte immer, das hätte was mit Coca-Cola zu tun. Ja. Ich glaube, das haben die meisten gedacht auch. Naiv sind wir. Naja, haben wir noch was? Und ja, ne? Ja, wir wollen auch wissen, ob du deine Arbeiter gut kennst. Und wer ist denn das Rentier mit der roten Nase? Ja, ich nenne Rudi. Aber allgemein bekannt als Rudolf. Ach so, das war der Rudolf. Rudi, Rudi. Und weißt du auch, aus was Marzipan besteht? Moment, ich möchte noch, gibt es auch ein Rentier, was du siehst? Den Herrn Meier, ja. Warum? Es ist halt, ich meine, in so einem Arbeitsverhältnis, da kommt es manchmal zur Spannung. Ich meine, wir bleiben professionell, aber trotzdem auf einer persönlichen Ebene. Das klappt halt nicht immer mit jedem. Ah, okay. Ja, das ist hart im Betrieb, ja. Ja, klar. Aber ich meine, wir müssen halt ein paar Milliarden oder fast eine Milliarde Leute beliefern jedes Jahr. Da kommt es einfach mal zur Spannung. Ja, klar. Gerät man aneinander, reibt sich, Reibekuchen, passiert. Und der Meier ist einfach kein leichter Mensch. Ja. Ja. Kein leichter Mensch. Die Schuld immer bei anderen suchen. Der Chef hat recht. Der Weihnachtsmann hat immer recht. Ich weiß alles und ich habe immer recht. Okay, aber ich habe dich unterbrochen. Ja, kein Problem. Also die nächste Frage war, aus was besteht Marzipan? Hauptsächlich Mandeln. Mandeln, ganz lecker. Mandeln sind geil. Stimmt. Gebraten und normal. Geröstete. Geröstete. Auf dem Weihnachtsmarkt. Und wenn wir schon beim Essen sind, das kann ich jetzt leider nicht. Ja, doch. Aus was besteht denn Lebkuchen traditionell? Aus Honig. Ach Mensch. Die Bienen sterben leider aus. Haben wir bald auch ein Problem, was darauf aufbauende Nahrungsmittel angeht? Ich würde auch sagen, das größte Problem ist, dass wir da keinen Lebkuchen mehr haben, wenn die Bienen aussterben. Ja. Oh, die Pflanzen. Danach kommen aber auch schon die Pflanzen. Also wir sind ja nicht inhuman hier. Ja, vor allem der Lebkuchen. In Floristik. So, danke für diese lehrreichen Antworten. Fand ich sehr, sehr aufschlussreich. Mhm. Vor allen Dingen das mit dem roten Gewand, das wusste ich wirklich noch nicht. Also, das ist schon spannend. Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber für mich ist es üblich, dass man an Weihnachten eben so, werden vor dem Tannenbaum Weihnachtslieder gesungen, es werden Gedichte aufgesagt. Das machen wir natürlich alles, um dich zufriedenzustellen. Ist das denn eigentlich auch so, also macht dich das glücklich? Was empfindest du, wenn wir das machen vom Weihnachtsbaum? Ja, ich sag jetzt mal, beim ersten Mal ist es ja ganz schön. Mhm. Dann so, wie gesagt, bei einer Milliarde Leute oder so, am Ende wird es dann schon ein bisschen anstrengend manchmal. Aber es ist natürlich trotzdem schön, einfach auch als Geste, als verstehe. Ja, aber das ist jetzt, also ist für dich jetzt nicht so unbedingt eine Bedingung, dass die Kinder... Naja, ich finde halt, irgendwas muss man halt machen. Es geht halt nicht, dass man die einfach so, das ist... Gibt es eine bestimmte Art, also freut dich das, wenn die hatte ich ja quasi ja schon mal eben angefragt, wenn es dich glücklich macht, ein bisschen, da vorsichtig, da ist ein Haar, darf ich mal, das ist ja ein bisschen ärgerlich, so. Bitteschön, ich helfe ja gern. Wenn jetzt diese Ehrerbietung in Form von Liedern oder Geschichten geschieht,
Was, also da drängt der Freude auf. Was, wie verarbeitest du die Emotionen? Was machst du dann? Es gibt also, ich meine, früher habe ich halt geklatscht oder so. Mhm. Aber heutzutage, die Zeiten, die ändern sich halt. Mhm. Heutzutage gibt es da andere Sachen, die man machen kann. Was denn? Zum willst, Beispiel? Willst du mal vorführen? Ja. Es gibt da so einen Trend aus den USA, der nennt sich Deppen oder so. Zeig uns doch mal, warte, ich mach mal mehr Platz. Also kommen wir mal genau, wir machen hier mal ja. ein bisschen. Okay, das ist, also ich bin da jetzt kein Profi drin, das geht irgendwie so. Und Ui. Was willst du damit dann zeigen, dass, dass die Kids eine gute Arbeit gemacht haben? Mach doch nochmal, vielleicht haben es manche nicht gesehen. Geht so. Geht's auch beidarmig? Also so? Oder so? Ja. Nicht schlecht. Ja, geht natürlich alles. Ja, das kann man machen, wenn, also da freuen sich die Kinder dann, wenn man das macht. Ah, das, wow, das, ja, das hätte ich nicht gedacht. Also das heißt quasi, du freust dich, deswegen dabbst du und die Kinder freuen sich, dass du dabbst. Das heißt, ihr seid in einer Endlosschleife des Glücklichseins. Die Kinder dabben dann auch und dann dabben wir alle zusammen. Das ist geil. Wow, das ist stark. Manchmal macht die Omi auch mit. Vielleicht, liebe Familien, sollten Sie Ihre Weihnachtstradition ein bisschen überdenken. An dieser Stelle wollen wir uns allerdings leider schon fast vom Weihnachtsmann verabschieden, denn er hat viel zu tun. Man sieht es hier, wie er seinen Bart leider aus dem Gesicht holen muss. Das braucht Zeit, das braucht Pflege. Wir kommen deswegen langsam zu unserem Verein der Woche. Das ist etwas ganz Besonderes, das Flag Football Team vom Campus. Der Rumbo Rooster ist ihr Logo, auf der Website ganz gut zu sehen, trägt die Nummer 1. Und bevor wir sie gleich ins Studio holen, werden wir auch nochmal sehen, wie sie sich teilweise vor lauter Ehrgeiz duellieren. Ich mache sie ganz heiß, sie wollen wissen, wer es ist. Es sind die Ilm Roosters, die für heute eine kleine Wette abgeschlossen haben. Und die sehen wir für heute jetzt sofort. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Stein gewinnt immer. Jetzt reicht. Oh! Leck mich, Bitches. Schade. So, wir fangen auch mit einem High Five an, meine Damen und Herren. Unser Verein der Woche jetzt hier live im Studio. Herzlich willkommen an die Ilm Roosters. Hallo. So, Jungs, macht's euch gemütlich. Danke sehr. Fühlt euch wie zu Hause. Hör mal, du siehst schick aus. Ja, extra für die Sendung. Du brauchst hier. Ach so. Ja, wir machen gerne so Challenges. Und der Verlierer muss sich halt verkleiden. Die anderen dürfen halt das Outfit immer bestimmen. Haben wir uns abgeguckt vom NFL-Team. Ach so. Okay. Sieht ja richtig heiß aus. Ja. Danke sehr. Und das ist quasi die Kombination, die alle für dich entschieden haben. Ganz genau. Wir haben übrigens namentlich da, mal ganz kurz vielleicht zum Kontext. Wir haben hier den André, es gibt jetzt übrigens auch bei uns bei Eistag aktiv. Dann haben wir den Lukas und den Marc hier zu meiner rechten. Marc, der Schöne. Wie man ihn auch nennt in England oder so. Wir mussten uns noch zurückhalten mit dem Outfit. Ja, das war nicht so gut. Eigentlich sollte es noch eine Kleidungsschicht weniger werden. Wahrscheinlich. Also bei der Wette ging es jetzt quasi auch so ein bisschen um dein Aus. Habe ich das richtig verstanden? Genau, wir mussten in diesem Pappkarton einen Ball versenken und der nicht getroffen hat, war halt der Verlierer. Das war in dem Fall, was in dem Fall dann. Richtig, das war. Offensichtlich nicht du. Ja. Nee, also das ist ungeplant. Alles klar. So, Ilm Roosters, wie lange gibt es euch eigentlich schon? Ungefähr genauso lange wie die Ilmenauer Sporthalle. Die Geschichte dazu mussten wir uns so oft anhören, dass wir es mittlerweile verdrängt haben, glaube ich, allesamt. Dementsprechend, ehrlich gesagt, das genaue Datum und das genaue Jahr, kein Plan. Sorry. Oh Mensch, André, 99. Ich glaube, ihr müsst übrigens Mikrofon-Sharing betreiben, bei der Technik scheint da irgendwas nicht zu stimmen. Hm. Aber, ungefähr so lange, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, ungefähr so lange, wie es die Sporthalle hier in Ilmenau schon gibt, so lange gibt es die Ilm Roosters. Wir haben nachgefragt, wie lange gibt es die Sporthalle? Ja, genau, und das genaue Datum wissen viele von uns, glaube ich, nicht mehr, weil
Die Entstehungsgeschichte mussten wir uns so oft anhören, dass wir es mittlerweile einfach verdrängt haben. Also, okay. Und ja, aber Marc wusste es. 99. Also 1999. Verdammt! Ich habe extra falsche Informationen gestreut, weil ich aus Facebook nachgeguckt hatte. Was hat denn Facebook gesagt? Facebook sagte 99. Ich dachte, deswegen hatte ich ja die Information 97 eben mal unauffällig in unser Gespräch mit eingebracht. Wolltest du ja nur verwehren, oder? Nein. Gibst du? Nein. Wir spielen eine hochtaktische Sportart, so einfach kannst du uns nicht verwirren. Ne? Okay, hochtaktische Sportart klingt erstmal nicht so spannend. Ich bin mir sicher, euer Leben ist sehr spannend. Gibt es irgendwelche coolen Anekdoten, spannende, coole Historie hinter euch, irgendwelche Gewinne, von denen ihr uns erzählen wollt? Darf auch nicht jugendfrei sein, wurde ich extra angefragt. Also nicht jugendfrei gibt es natürlich bei uns nicht. Also, nee, also wir hatten einmal, ein ehemaliger Spieler von uns hat auf seinem letzten Turnier gesagt, er will jetzt nicht Defense spielen, er will jetzt Offense spielen, er spielt jetzt Quarterback. Also die wichtigste Position der Offense. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja gut, darf er auch mal spielen, ist okay. Und es kamen ein paar andere ehemalige Spieler, auch in einer anderen Mannschaft, und er hat gewettet, dass er die, also er weiß nicht, wie er abschneidet, aber die schlägt er. Da war er sich extrem sicher. Ja, eine witzige Sache, ja. Und wenn nicht, dann dürfen wir ihm den Kopf rasieren. Er hatte so relativ lange blonde Haare. Ach du Scheiße. Hatte, wohlgemerkt. Ja, er hat dann richtig scheiße gespielt. Wir haben gegen die verloren und seitdem trägt er Glatze. Also seit, das ist jetzt glaube ich 2-3 Jahre her. Wow. Er trägt seitdem weiterhin Glatze. Es liegt vielleicht auch an der Anzahl der Haare. Es wurde schon Lichte, ja. Ja. Es wurde Lichte, okay. Lichte. Hat er seitdem nochmal Quarterback gespielt? Nein. Paradoxerweise meine ich mitgekriegt zu haben, dass der mittlerweile im zweiten Team meiner Heimatstadt irgendwie Ersatz-Quarterback spielt. Oder? Ersatz. Ersatz. Ja, ja. Gut, aber er hat die Position scheinbar noch nicht aufgegeben. Also, aber da will ich jetzt auch keine. Kann auch sein, dass ich mich da verhört habe. Wir bei Nightstuff unterstützen Träume. Ich drücke ihm an dieser Stelle mal die Daumen. Vielleicht wird's ja ansonsten, ja, gibt es eigentlich immer ganz witzige Rituale, die sich bei uns so einstellen. Einfach so, weil wir auch sehr viel in der Freizeit miteinander unternehmen. Im Team haben wir da eigentlich auch eine ganz gute Connection immer zueinander. Jüngst fangen wir an, immer zusammen NFL zu schauen und dabei dann Tippspiele zu machen, welche Mannschaften gewinnen. Und der Verlierer muss dann zum Beispiel die anderen beim nächsten Mal dann mit Bier bedienen. Das wird dann immer sehr witzig. Also wenn wir schon bei NFL sind, wie läuft denn die Saison zurzeit in den USA? Das ist eine verrückte Saison dieses Jahr, würde ich sagen. Also, schreib sie doch mal ganz kurz. Diverse Favoriten schneiden nicht so gut ab, wie man das erwartet hätte am Anfang. Eine Menge Rookie-Spieler sind ordentlich am Durchstarten. Gerade zum Beispiel auch im Laufspiel wird es ziemlich merkwürdig, weil da sehr viele Leistungsträger auch bei Teams ausfallen. Nenn uns doch mal ein paar Teams, die Favoriten waren. Zum Beispiel, ja, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, Carolina Panthers und Arizona Cardinals zum Beispiel, die im letzten Jahr ordentlich durchgezogen haben. Ja, unser Marc ist auch ein großer Cardinals-Fan. Für den ist das nicht so eine ganz so leichte Saison dieses Jahr. Und was ist mit den Green Bay Packers? Deine die sind zum Beispiel mein Lieblingsteam. Na gut, also die sind ja jetzt schon seit ein paar Jahren auch immer nicht so gut mit Draftpicks gesegnet. Insofern haben die es natürlich auch nicht einfach, aber die halten sich wacker, haben im Moment noch einen echt ausgeglichenen Rekord. Die Chancen auf die Playoffs sind noch nicht vorbei. Ich muss kurz Magie walten lassen. Das Mikro geht wieder. Ihr könnt den. Ach, ich kann wieder die Keule weggeben. Cool. Jedenfalls, ja, zum Beispiel bei denen war es ja auch eine sehr merkwürdige Situation. Beide Starting Running Backs verloren durch Verletzungen, haben dann einen ehemaligen Rookie-Receiver vom letzten Jahr, haben sie dann als Running Back eingesetzt und der bleibt jetzt auch einfach erstmal drin, obwohl der eigentliche zweite Running Back jetzt eigentlich wieder gesund ist. Also okay. Das ist schon eine sehr verrückte Sache. Aber das ist ja so. Football und ihr spielt Flag Football. Wir spielen Flag Football. Das klingt so verschieden. Ich denke, da gibt es Unterschiede, oder? Ja, also die Grundart ist eigentlich relativ identisch. Man hat beim Football 4 Versuche für 10 Yards, das sind fast sogar 10 Meter. Mhm. Wir haben beim Flag Football 4 Yards für eine Hallenhälfte. Mhm. Das Laufspiel ist bei uns nahezu vernachlässigbar. Es kommt sehr selten vor, weil es einfach nicht effektiv ist, dadurch, dass wir nicht blocken dürfen. Das heißt, es läuft extrem viel über das Passspiel.
Das heißt, Mark, einer unserer Quarterbacks, wirft zu hauptsächlich den Receivern, manchmal auch zu André. Lässt sich nicht vermeiden manchmal. Ja, da sind alle doppelt gecovert und er steht alleine hinten und winkt, dann muss noch mal zu ihm. Oder alleine genau vor der Nase und winke. Das kommt auch mal vor. Gibt es da irgendwie noch mehr bei Unterschied? Ja, also wie es der Name auch sagt, spielen wir halt mit Flex. Und wir tacklen. Kannst du mal aufstehen und das mal kurz zeigen? Ich hab hier so geile Flex, du darfst mal dran ziehen. Komm, genau. Zieh mal richtig dran, lass mal knallen. Ja, ja, selbstverständlich. Und wenn ein Defense-Spieler, ein Offense-Spieler die Flagge zieht, dann gilt er als getackelt. Also so, als würde er beim Football den komplett. Das heißt, es ist quasi körperlos in dem Moment. Richtig. Oder nicht ganz, okay, da kommt Gestöhne, nicht ganz körperlos. Ja, aber ähnlich wie beispielsweise beim Basketball. Also Körperkontakt kommt immer zustande, aber okay. Gerade dadurch, dass man eben keine Schutzausrüstung trägt, wie beim normalen Tackle-Football, da kann da halt auch mal was passieren, ja, natürlich. Aber jetzt sollte ist, eigentlich nicht. Jetzt ist ja im Januar, am 21. quasi das Flag-Football-Ding, der Snowball. Jetzt mal angenommen, wir wüssten jetzt so gar nicht, was das ist. Wie würdet ihr uns das jetzt schmackhaft machen? Was ist das? Ja, also zu einem ist es, soweit ich weiß, das größte Hallenturnier beim Flag Football Deutschland. Mhm. Ah, ja, ja. In Ilmenau. Wow. Das in Ilmenau, wow. Ganz genau. Das ist die größte Stadt in Ilmenau. Also. Es treten halt 14 verschiedene Teams gegeneinander an und auch die Qualität der Teams ist sehr, sehr hoch. Mhm. Und dies ist auch bei den anderen Teams, die angereist kommen, wirklich sehr beliebt. Also die nehmen da auch wirklich große Strecken teilweise auf sich. Also wir haben dieses Jahr auch ein Team aus Dänemark dabei. Oh, yeah. Und also das spricht sich auch rum. Also da, wir können auch gar nicht alle Teams nehmen, die sich dafür bewerben mittlerweile. Wir müssen da echt dann eben, wie wir das nachher machen werden, auch dann schon aussortieren und dann eben auch Auslosungen machen. Das machen wir im Prinzip schon im Vorauslosungsverfahren, wer überhaupt mit kann und wer nicht mitmachen kann. Ach so, also das heißt quasi, es gibt schon ein Losverfahren vor dem, was wir jetzt hier live im Studio machen werden. Denn die Gruppen für das Snowball stehen noch nicht. Das wird sich allerdings gleich nach der Sendung ändern. Wir haben da einen tollen Topf vorbereitet und du bist so schön kostümiert. Ich würde dich doch mal bitten, quasi die Ziehung zu übernehmen. Dafür gibt es nur Folgendes zu beachten. Also da drinnen sind natürlich alle, da sind Kapseln drin, in denen befinden sich die Teams für die drei Gruppen, die wir beim Snowball ziehen können. Ihr habt da auch voll viel Ahnung, weil es gibt bestimmte Konstellationen, die gehen halt leider nicht. Das ist ungefähr wie bei der Champions League. Das ist vielleicht das gängigste Beispiel, das Finale nicht, die aus derselben Gruppe nochmal gegeneinander spielen können. Bei euch klang es sehr viel komplizierter, aber ihr kriegt das hin. Und wir ziehen jetzt quasi diese Teams für die drei Gruppen. Dafür musst du einfach nur in einer eleganten Bewegung deinen Kopf in davor, dieses Fass tauchen und einen mit dem Mund einen Kapsel herausziehen. Wir haben eigentlich schon vorher abgeklärt, dass das eigentlich Lukas und ich machen sollen, in Respekt auf dieses wunderschöne Jersey, das bitte wurde, nicht reißen soll. Mir wurde gesagt, lass das den Verkleideten machen. Ja. Aber okay. Das bin ich ja. Er läuft immer so rum, ja? Ach so, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Gut. Das ist Teamgeist, den kann man auch mal loben an dieser Stelle. Da finde ich schon einen kleinen Applaus wert. Danke. Und dann machst du die Ziehung, jetzt machst du die Ziehung. Alles klar. Ach so, Genosse, genau. Mach du den ersten. Im Vorfeld möchte ich nochmal sagen, ja, dass die Darmstadt Fun Diamonds auf jeden Fall in Gruppe A kommen. Die Augsburg Rooks in C, genauso wie die Mustangs. Und die Dortmund Devils kommen aus organisatorischen Gründen auf jeden Fall auch in Gruppe A oder B. Jo, mit der Hand im Kopf. Kopf. Ich hoffe, das habt ihr euch alle gemerkt. Schnute voran. Wie soll ich denn da überhaupt hinkommen? Ja, auf exakt sehr, diese sehr elegante schön. Art. Ja. Oh, allein. Lecker. Welchen Geschmack hat's, Zimt? Ja. Hätte er da nicht Esspapier nehmen können? Nein. Wir das wäre teuer gewesen. Oder mit Nutella bestreichen vorher. Okay. Und das wäre eine Sauerei gewesen. Das heißt, es geht jetzt um Team 1. Wir haben die, genau. Munich Spatzen. Da vorne.
Genau. Da vorne. Ja, sag mir doch. Ist ein Team, was halt aus München kommt, auch ein Uni-Team. Und haben dieses Jahr, glaube ich, die ALH sogar gewonnen und auch ausgetragen. Bis er fertig geredet was? Hat. Was haben die ALH. Allgemeinen Deutschen Hochschulmeisterschaften. Im Flag Football, genau. Hm. Sind wir übrigens letztes Jahr Zweiter geworden, haben wir selber ausgerichtet. Dieses das Jahr hätte man vielleicht auch bei der Historie erwähnen können vorhin. Das hätte, um unsere ganzen Erfolge jetzt aufzuzählen, das hätte jetzt ein bisschen lange gedauert. Oh, diese Ruhmeshalle. Das sieht so stark aus. Wir hätten da irgendwie so einen Döner drin verstecken sollen. Ich glaube, das wäre ungefähr dieselbe Esstechnik. Igitt. Das wird jetzt auch mit jedem Mal ekliger, ne? Wenn wir da ranklappern, oder? Deswegen macht ihr das und nicht wir. Ja. Hauptsache nicht Kevin. Das wollten wir doch nicht so offensichtlich sagen. Wen haben wir denn da? Die Leipzig Lions. Können, also dann haben wir hier Gruppe A, Mannschaft 2, abgesehen von der, die schon gesetzt ist. Das war genau. Augsburg, ne? Nee, das waren die Darmstadt Van Dynes. Darmstadt, die waren schon die gesetzt. Die waren in Gruppe A, genau. Genau, dann haben wir also schon 3 Teams für die Gruppe A. 3 von wie vielen? Von 5. Von 5. Jawohl, Lukas. Also schnapp dir meinen Schmodder. Auf geht's. Das ist voll scheiße. Wir sind ein bisschen am Rand, ein bisschen arg, ne? Teilweise. Ja, vielleicht müssen wir nachher auch. Nimm mal nachher nochmal durchmischen. Ja. Ja. Einfach runter. Sagt derjenige im Cheerleader-Outfit, ne? Das hat so was von diesen lässigen Typen, die immer so ein Grashalm zwischen den Zähnen. Ja, aha. Dann haben wir jetzt perfekt die Dortmund Devils, ebenfalls in Gruppe A. Perfekt. Ja. Und auch ein Uni-Team aus Dortmund. Und als letztes Team kommt, wie in jede Gruppe, ein Ilmenauer Team. Das ist Ilmenauer Team 1 jetzt. Genau, das ist quasi das 5. Team in Gruppe A. Damit sind wir mit Gruppe A dann auch schon durch. Machen wir weiter mit Gruppe B auf ebenso gierige Weise. Du hättest ruhig davor was essen können, ne? In Gruppe B, nochmal jetzt die Frage, in Gruppe B war schon gesetzt? War schon jemand gesetzt in Gruppe B? Nee, keiner in Gruppe B. Okay. Also wird das eine Überraschung. Wie so, und hier sind wir. Mit den Kelkheim Lizards. Eine sehr, sehr starke Mannschaft. Spielen, glaube ich, jedes Mal auch um den Titel. Ja. Übrigens werde ich gerade noch informiert, dass wir die Tafel von Gruppe A nochmal haben für den einfachen Überblick. Vielleicht können wir die nochmal ganz kurz einblenden. Da ist sie auch schon, da nochmal zu sehen. Das ging ja fix. Ja. Wir müssen das M ins Deine, ne? Genau, das M steht für Marc, weil ich Quarterback bin. Gleich sehen wir noch Ilmusas O. Das ist Olli, der andere Quarterback. Gut. Genau. Aber der hier, der Dingens, der Ersatz-Quarterback, der hat kein Team. Nee. Nein, der ist doch jetzt. Der ist schon lange vorbei. Skippy. Ja, ich habe gerade eben noch meinen Kopf versenkt und die Magdeburg Guards auf Honor gezogen für B. Ihr könnt doch nicht meine Gags mit Fakten demontieren. Also das funktioniert so. Aber der kommt. Kommt er zu den All-Stars? Das könnte egal, vielleicht wer sein. Ist, ich grüße ihn. So, ja. Zurück zu Grüßen. Genau. Zu Ziehung. Ja, genau. Gruppe B. Magdeburg Guards of Honor. Spielen immer fair. Ja. Wenn man sonst nichts zu sagen hat. Ja. Nee, also es ist schon eine jahrelange Fanfreundschaft, sondern eine Spielerfreundschaft. Richten auch immer ein sehr cooles Turnier aus den Beach Bowl. Richtig. Das war das Turnier, das er verloren hatte. Ah, okay. Okay. Ja. Das Schicksal um den Bogen zu schlagen. Um den Bogen zu schlagen. So. Ja, ich war auch schon mal wieder fleißig und habe die Werratal Salt Kings gezogen. Harter Rivale aus Thüringen ebenfalls, waren früher das einzige Team in Thüringen mit uns. Wir schaffen es irgendwie nie, die zu schlagen, aber vielleicht dieses Jahr. Vielleicht. Hier drücken wir euch die Daumen. Ja. Übrigens an dieser Stelle nochmal gesagt, der Snowball wird dieses Jahr auch wieder live übertragen von uns bei isf.de/live und auch auf einem entsprechenden Femlink, den wir dann zeitnah bei Facebook teilen werden. Ich glaube, den kenne ich sogar auswendig. fem-ev.de/snowball17. So, jetzt kennt ihr ihn auch alle auswendig, dann ist das. Da unten kommt er sogar gerade. Perfekt. Ja. Und, wir haben eine super Regie. Ja. Gut. Wird vom Broadcast-Team gestreamt. Eine sehr nette Kooperation, die wir da haben. Jetzt steckt dein Kopf da rein. Und die alten Streams kann man sich auf der Seite übrigens auch schon ansehen, soweit ich weiß. Um ein bisschen mal auf den Geschmack zu kommen. Aber langsam schmeckt's gut.
sich aber geschmeckt. Nach was schmeckt es denn? André. Nach Holz. Nach gut. Ich und mein Holz. Ah. Und das letzte Team das in Gruppe B. Das Lizenzproblem. Ja. Sind die Goldlauter Dog Eaters. Ja, das ist das. Ja, die kommen aus Suhl, sind eigentlich auch mittlerweile weit verstreut in Deutschland, aber für die Turniere kommen sie immer zu den einzelnen Standorten. Ja. Mit denen haben wir noch eine Rechnung offen. Die haben uns vor einer Woche im Halbfinale geschlagen. Haben sich auch in den letzten Jahren rapide verbessert. Also die haben wirklich vor ein paar Jahren erst angefangen und sind ziemlich stark durchgestartet eigentlich, oder? Kann man so sagen. Alles klar. Und nächste Runde. Gut, ja. Moment nochmal die Tafel für die Gruppe bitte, die wir jetzt hier. Da haben wir sie nochmal, Gruppe B, unsere Tafel. Magdeburg Guards of Honor war es übrigens, weil das jetzt gerade leider ein bisschen abgeschnitten ist. Genau, in Gruppe C werden die Ilmenauer Allstars sein. Ist eine Truppe aus ehemaligen Flag-Footballern, die hier in Ilmenau gespielt haben. Und bei denen gilt immer noch die goldene Regel, der Vollste wirft. Da arbeitet man noch richtig. Okay, aber dann haben wir noch 4 weitere Plätze zu vergeben. Das ist dann das Team aus Dänemark, die Moves Like Jagger. Oh, ich habe mir schon gedacht, wer das sein könnte. Das war ja fast schon geschummelt, so wie die da rumgehen. Ja, genau. Ich habe mich gewundert, dass da noch eins drin ist. Ja, da die Rooks und die Mustangs drin sind, haben wir nur noch ein Team. Soll sie was zu tun haben, Freundchen. Deswegen übt man solche Ziehungen. Das ist schon routiniert. Hast du es öfters gemacht schon, ja. So, also dann kommen wir doch zum letzten Team der Gruppe C. Genau. Das sind die Nürnberg Rams. Alles klar. Und dann haben wir auch nochmal Gruppe C, dann sind wir mit der Ziehung ja quasi schon durch. Hier sehen wir sie nochmal. Würdet ihr sagen, gibt irgendeine Hammergruppe jetzt oder ist alles recht ausgewogen? Naja, da ich in Gruppe 1 spiele, ist der Sieger in der Gruppe E schon fest. Gruppe 2 wird interessant. Gruppe B wird richtig spannend. Also mit Goldlauter, Werratal. Vielleicht auch nochmal die Tafel dazu, dann können wir es uns besser visualisieren. Also Goldlauter, Werratal, Kelkheim war in A oder in B? Kelkheim war, glaube ich, auch in B. Kelkheim. Also meiner Meinung nach sind da 3 bis 4 Favoriten in der Gruppe allein. Das wird spannend. Mhm. Bin ich sehr gespannt, was Olli da macht. Und nicht zu vergessen, dass das Niveau ja generell sehr hoch ist auf dem Turnier. Also ich glaube, wirklich langweilig dürfte es da in keiner Gruppe werden. Du hast mir gerade die schönste Überleitung der Welt überhaupt gebaut. Ich wollte schon darauf eingehen. Ist gut. Jetzt ist ja quasi, jetzt steht ja fest, wie die Gruppen sich darstellen und wie das Snowball am 21. und 22. Januar dann quasi in welchen Gruppen ausgetragen wird. Und jetzt geht es damit ins exzessive Training. Und da haben wir euch natürlich besucht und auch mal ein paar Impressionen festgehalten, wie bei den Ilm Roosters trainiert wird. Come on, come.